Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Mein Name ist Chris, das ist Chris Play und wir zocken heute an und zwar das Spiel Raft. Raft ist schon eine Weile draußen und zwar es kam am 21.12.2016 und ja, ist ein wirklich, ich nenne es mal Early Access, wenn man das überhaupt schon so nennen kann. Man kann noch nicht so viel machen, aber ihr seht schon im Hintergrund, es geht darum, wir stranden auf einem, ja, Raft, also auf einem Floß und müssen dann Sachen aufsammeln, das zeige ich euch aber gleich und können dann so ein Raft bauen. Wir haben das gerade schon im Livestream ein bisschen angespielt, wenn ein Donation-Sound kommt, dann nicht erschrecken. Quatsch kurz mal der Junkwart und ich würde sagen, wir... Achso, weil wir das schon haben. Okay, dann machen wir noch Play dahinter, so, Create und los geht's. So, und so fangen wir an. Er hat mir vorhin auch schon Sterne, ich weiß es nicht. Das ist unser Raft und da draußen sehen wir schon, da ist ein Hai, also wir dürfen nicht ins Wasser. Der frisst uns. Und ja, jetzt heißt es überleben. Da hinten kommt schon das erste Treibgut und das müssen wir einsammeln mit unserem Haken. Aber ich habe relativ schnell, da war der Chat ganz beeindruckt, Trick gefunden, wie man sich um Ressourcen keine Sorgen mehr machen muss und die nicht ewig angeln muss. Man braucht dafür zwar so ungefähr 10 Minuten, aber das zeige ich euch gleich. Den ultimativen Trick hier gleich im Spiel. Aber der war jetzt auch nicht so ultimativ, dass man den hätte nicht rauskriegen können. So, da kommt es schon, der Kakai. Man muss sagen, das Spiel ist auch sehr ruhig. Also ich werde wahrscheinlich beim Schneiden den Sound schon sehr hoch machen. Etwas lauter machen, damit ihr ein bisschen was hört. Komm her, ich brauche Blätter. Ey. Oh oh, Hai kommt. Oh oh, Hai kommt. Hai kommt. Oh oh oh. Oh, das war knapp. So, und dann kommen noch so eine Tonnen. Die Tonnen können wir auch einsammeln. Das Gute an dem Spiel ist, es ist umsonst. Also wer Bock hat auf das Spiel und mal sein eigenes Raft bauen will. Der kann sich's runterladen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich komme nicht hinterher. Aber der Hai kommt hinterher. Wow. Schnell hoch. Der greift uns nach einer Zeit auch an und beißt hier so Stücken aus dem Floß raus, wenn wir ihn nicht vertreiben. So, können wir schon was craften? Das ist das Crafting-Menü. Hier haben wir drei so eine Kategorien. Und als erstes brauchen wir Seile. Und brauchen den Speer. Aber Speer können wir noch nicht. Wir brauchen noch Metall. Dann können wir den Dings nämlich schon mal abwehren. Den Hai. So. Ich brauche noch Metall, wa? Ah. Okay, er hat sich wieder umgedreht. Ne. Aber da hinten ist das Metall. Jetzt haut der Hai gerade ab, zum Glück. Schwimmen. Okay, sehr schön. So, wieder rauf aufs Raft. Und Speer craften. So, jetzt haben wir hier unten den Speer. Den ziehe ich mir gleich mal auf die 2. Hey, bleib hier. Also nicht der Hai, sondern die Ressourcen. So, und wenn wir jetzt hier oben sind, craften wir gleich das nächste. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Seile. Seile ist das A und O eigentlich. Und dann brauchen wir einen Wassertopf. Können wir noch nicht, wir brauchen noch Metall. Okay, da hatten wir Metall. Krass, wie lange das braucht, bis hier mal die erste Tonne kommt. Die Tonnen sind sozusagen, ja, so Survival Packs nenne ich es jetzt einfach mal, weil das sind halt große Lootkisten. Kann man so vergleichen. So, wir brauchen Seile. Und können wir jetzt schon das Wasserding machen? Jo, können wir. Dann wählen wir das aus. Stellen uns das mal hier hin. So, und als nächstes brauchen wir noch eine Dose. Wo ist der Hai eigentlich? Schnell wieder hoch, schnell! So, dann brauchen wir eine Dose. Also viel kann man beim Spiel halt echt noch nicht machen. Dann nehmen wir Wasser und können uns das Wasser abkochen. Salzwasser können wir ja schlecht trinken. Unten rechts sehen wir übrigens unsere Lebensanzeige und so weiter. Oh, da hinten kommen die Kisten. Jetzt kommen sie auf einmal. Scheiße, jetzt muss ich auch noch angeln. Man kann die nicht, eine haben wir schon mal. Ihr seht schon rechts jetzt, da kriegen wir richtig viel raus. So.
Okay, jetzt können wir schon mal gut craften. Ich mache mir gleich mal noch eine zweite. Als nächstes brauchen wir dann die Angel. Zack, Angel haben wir auch. Kriegen wir das auch noch? Ah, wenigstens zwei. So. So, dann kann man sich hier noch einen Hammer bauen. Brauchen wir aber zum Glück nur einen von. Und dann geht's auch schon los. Kann man nämlich das Floß erweitern. Und wenn man Rechtsklick macht, dann kann man auch andere Sachen machen, wie Wände und so weiter. Aber erstmal brauchen wir alles, was hier vorbeikommt. Umso mehr, umso besser. So, und dann brauchen wir wieder Seile. Die Seile nerven ein bisschen. Ich hätte gerne eine Autotaste. Automatisch bitte herstellen. Okay, und jetzt können wir das Wasser schon trinken. Wo ist der Hai da hinten? Gut, schaffen wir. Schwimm, schwimm, schwimm. Ja, das Spiel, wie gesagt, schon länger draußen. Ich hatte das schon gleich zu Release. Oh, jetzt fängt er an rumzubeißen. Auf die Sperre, fertig, los. Zack, weg ist er. Das heißt, wir können kurz schwimmen gehen. Und hatte das noch auf meiner To-Do-List, das Spiel. Ich hatte das bei dem 3-2-1 Spiele gesehen. Und, glaube ich, dass es bei ihm war. Und ja, stand seitdem, wie gesagt, noch auf meiner To-Do-List. So, wir brauchen wieder Seile. Und als nächstes machen wir uns mal die Angel hatten wir jetzt. Jo, also machen wir uns den Grill. Wir brauchen den Grill. Craften uns den. Die 7. Stellen uns den mal. Warte mal, ich muss mal gucken. Ah, stellen wir uns mal daneben. So, jetzt können wir mit der Angel angeln, logischerweise. Und zack, brauchen wir gar nicht weit rauswerfen. Komm, noch ein Fisch. Oh, ich habe gar nicht geguckt, wo der Hai ist. Wo ist der Hai? Oh, da kommt er. Ah, ins Floß. Die Tonne. Okay, das war knapp. Aber sobald wir jetzt Fisch essen. So, jetzt muss man sie Fisch. Ich finde es ein bisschen nervig, dass die Ressourcen nochmal hier runterrutschen. Ey, bleib stehen. Okay, wir haben schon wieder Durst. Brauchen den Becher. Füll mit Wasser und kochen. Füll mit Wasser. So, und den Fisch essen wir auch. So, und jetzt brauchen wir wieder immer Seile. Und dann können wir anfangen, uns Foundations zu bauen. Die baue ich erstmal komplett hier rüber. Ey! Denn, wie ihr seht, ist das die Flussrichtung. Hier kommen andauernd Gegenstände. Und da war mein erster Gedanke gleich, lass doch einfach so weit bauen, bis wir alles aufgefangen haben. Dann bleibt es da hängen und dann brauchen wir uns nie wieder Sorgen um Ressourcen machen. Und genau das machen wir jetzt. Das müsste eigentlich reichen, oder? Ah, eine noch. Okay, jetzt fehlt noch ein Seil. Aber schon jetzt am Anfang braucht man nur hin und her laufen und gucken. Wo sind Ressourcen? Okay, wir brauchen auf jeden Fall das Trinken. Und Essen. Zack. Und schon haben wir jetzt eigentlich am Anfang auch schon gute Ressourcen. Ich meine, auf den Trick kommt auch jeder. Aber ich muss dazu sagen, ich bin sehr schnell auf den Trick gekommen. So. Zack, zack, zack. Und jetzt kann man nämlich ganz einfach Fangnetze bauen. Müssen mal gucken, dass wir hier die ganzen Ressourcen mitnehmen. Wir brauchen so viel wie möglich jetzt. Vor allem Grünzeugs. Aber hier kommen gerade recht viele. Dann kann man sich hier die Fangnetze hinmachen. Und wenn wir jetzt sehen, das Brett kommt da. Bumm, bleibt es da hängen. Und somit machen wir jetzt hier alles voll mit Fangnetzen und schon, ja, entgehen uns keine Ressourcen mehr. Zack, zack. Ja, hier kommt viel Grün, ich brauche Grünes. Wie so ein Junkie, ich brauche Grünes.
Ja, ich hab Durst, ich weiß. Ich sollte mir mal noch so einen zweiten Wasserbehälter bauen, habe ich vorhin auch gemacht. So. Dann haben wir hier Wasser, zack, kochen. Da können wir wieder trinken. Kochen. Fisch, kochen. Zack. Das sieht ja schon mal gut aus. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Bäm. Richtig speedmäßig hier. Wow. Zack, zack, zack. Und so entgehen uns, wie gesagt, keine Ressourcen. Das nächste Fangnetz können wir. Ah, einmal grün fehlt noch. Und dann, wenn ihr nämlich jetzt hier alles voll mit Fangnetzen habt, das sollte das erste Ziel sein eigentlich, dann ja, braucht ihr nur noch hoch und runter laufen und Ressourcen einsammeln. Richtig easy. Ab und zu mal den Hai verscheuchen hier. Nach 3 Hits ist er dann auch weg. Ja, trinken ist, glaube ich, am Anfang das Wichtigste. Aber easy going. Wieder nachlegen, zack, essen. Essen geht zum Glück nicht ganz so schnell runter. So, dann brauchen wir wieder Seile. Seile sind ein bisschen nervig, finde ich. So, hier bleibt schon mal sehr schön alles hängen. Ich finde es krass, dass da drüben so wenig kommt. Aber soll mir recht sein. Und wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass es so ruhig ist. Ah, guck mal, hier brauchen wir sogar noch eine Foundation. Man hat hier wirklich nur ein bisschen Wellenrauschen, wie ihr es vielleicht ab und zu mal ein bisschen hört, aber sonst war es das dann auch. Die 5. Hammer nochmal. Ah, ich habe kein Seil. Ja, Seile sind hier ein bisschen Mangelware. So, kommt echt alles auf der Seite hier, was da los? Vorhin kam wenigstens noch da hinten überall was. Aber soll mir recht sein, dann brauchen wir vielleicht gar nicht so viel Fangnetze. Seile, zack. Ah, ich brauche mehr Grünzeugs. Komm, lass mal viel Grünzeugs in der Kiste sein. Toll, 1. Naja, immerhin. Zack, zack, zack und Fangnetz. Immer noch nicht. So, jetzt aber. Ja, die Ressourcen unten nerven immer ein bisschen, aber naja. So, nächste Fangnetz. Benutzen. Und ihr seht schon, könnt euch ja jetzt ausmalen. Braucht man nachher keine Ressourcen mehr sammeln. Den Haken braucht man echt nur ganz, ganz, ganz am Anfang. Und das Spiel bietet halt auch noch nicht viel, was man alles craften kann. Aber ich habe gerade im Livestream angefangen zu spielen und hatte eine alte Version noch, die erste, die rauskam, hatte ich mir damals dann runtergeladen, aber nie gespielt und habe mich dann gewundert, weil der Chat sagt, der braucht meine Kiste und die Kiste war gar nicht vorhanden. Naja, ich hatte noch eine alte Version. Da gab es noch die Kiste noch nicht. Aber ja, so viel hat sich halt noch nicht getan seit dem letzten Update. Da kam halt nur eine Kiste dazu, die hier oben. Aber immerhin besser als nichts. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Bleibt schön alles hängen. Läuft. Ich muss noch gucken, wenn mein Inventar voll ist, dann schmeißt er alles weg. Das ist nicht so vorteilhaft. Ich brauche Grünzeug. Okay, wir haben schon wieder Durst. Ah, Inventar ist noch lange nicht voll. Wasser, Wasser. Kochen, kochen. Oh, da sind uns Ressourcen entgangen. Aber nicht schlimm, hier kommen die nächsten. Bup, bup, bup und bup. Wieder Ropes machen? Nee.
Haben wir doch mal hier drüben eins. Zack. Fragt man sich halt auch, wo die ganzen Ressourcen herkommen. Das Prinzip finde ich ja ganz cool. Da kann man auf jeden Fall was draus machen. Finde ich eine lustige Idee. Aber aktuell gibt es halt noch nicht so viel. Aber es ist ganz lustig. Und deswegen wollte ich es euch mal zeigen. Zack, zack. Nächste Fangnetz. Oh, Grünzeug, Grünzeug. Och, hi. Hi, 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 Titei. Komm mal her hier. Zack, zack. Bam, weg ist er. Okay, da hinten kommt eine Kiste, die brauchen wir. So, Leute, dann melde ich mich zurück. Mit einem kleinen Cut und einem besiegten Hai. So. Irgendwann stirbt er dann doch. Und jetzt haben wir alles voll. Ich habe einen kleinen Cut gemacht, weil es doch ein bisschen dauert. So ungefähr 10, 15 Minuten. Und ja, jetzt haben wir genug Ressourcen. Aber unser Inventar ist voll. Und jetzt werde ich mal gleich mal gucken, die neue Kiste ausprobieren. Zack. Wir haben eine Kiste. Die stellen wir uns natürlich auch hier gleich. Kann man die nicht drehen? Doch, eher. Die Frage ist, wo möchte ich die hinstellen? Komm, die stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Open. Und wir haben genug Holz. Wir haben mehr als genug Holz. Deswegen entsorge ich mal mein Holz. Und die Samen brauchen wir auch nicht im Inventar. Und den Fisch, den können wir noch braten. Ein bisschen Ordnung machen. Und jetzt gehen, seht ihr schon, jetzt gehen uns keine Ressourcen mehr verloren. Weil wir halt alles ja, auffangen. Das ist so eigentlich der ultimative Trick für den Anfang. So, ich brauche aber eigentlich nur das Grünzeugs. Für Seile halt. Jetzt bin ich bestimmt schon wieder gleich voll. So. Jetzt können wir bestimmt wieder ein paar Seile machen. Jawohl. Und als nächstes würde ich sagen, bauen wir weiter Foundations. Ja. Bauen wir mal hier Fisch. Haifischfleisch drauf. Haifleisch. Haifleisch. Nicht High Five, sondern Haifleisch. Okay, der war schlecht. So, und dann brauchen wir Foundations. Dann machen wir uns hier mal ein bisschen größer, das Boot. Ja, und das war schon wieder mit den Seilen. Also Seile sind echt Mangelware. Aber nun ja. So, alles mitnehmen. Na komm her, zack, zack, zack. Ja, seht ihr, und so, ja, wie gesagt, Ressourcen bis zum geht nicht mehr. Man muss zwar ein bisschen warten, aber mein Gott. Dafür kann man sich danach austoben. So, können wir noch ein paar Seile machen. Zack. Okay, dann können wir ja mal anfangen. Bauen wir uns hier mal so eine kleine, wie sagt man, Kajüte hin. Okay, wir müssen erst was trinken. Und zwei Dings reichen eigentlich auch. Zack, trinken, gleich wieder befüllen, nachkochen. Zack, essen. Bam. Hau mal den Fisch erst weg. So, dann nehmen wir uns wieder unseren Bauhammer. Und dann wechseln wir mal zu Wänden. Beziehungsweise. Mal, wir haben Wall, Window Wall. Noch irgendwo eine Tür. Nee. Machen wir uns doch. Okay, wir brauchen ein Blatt dafür. Machen wir uns doch dahin mal. Jawohl, ich überlege gerade. Wollen sie ja doch ein bisschen größer haben. Machen wir mal noch eine Foundation. Ich würde sagen, eine Reihe noch. Das bedeutet aber wieder, wir brauchen wieder Seile. Ach, die Seile, die machen mich fertig. Vorsicht, frisch und fettig. Heiß und fettig. Frischer Fisch, so rum. So, und... Nee, halt, was wollten wir? Wir wollten Foundations bauen. Mit Seilen natürlich. Natürlich fehlt noch eins. Ein Seil fehlt noch. Kriegen wir hin, kriegen wir hin.
Ja, ein bisschen langatmig, muss man schon sagen, ist das Spiel. Aber wir wollen ja nicht meckern. Ah, oh, da beißt er wieder drauf, der alte Fisch. Du weißt, was mit deinem Vorgänger passiert ist, oder? Ach, guck mal, wir müssen sogar eigentlich noch eine Foundation weiterbauen. Geht doch noch was daneben. So. Auf die Seile fertig los. Brauchen wir einen Hammer. Und dann machen wir uns eine Window Wall. Gibt es da einen Unterschied? Ah ja, okay, das ist aus, das ist in. Zack. Treiben wir da eigentlich los? Sieht ja aus wie so ein Segel. Okay, so viel brauchen wir dazu gar nicht. So. Dann nehmen wir eine normale Wall. Das Coole ist, da brauchen wir keine Seile für. Brauchen wir nur das grüne Gelumps. Thatch. Brauchen wir nur Thatch. Ist wie bei Ark. Thatch. Kennt das Spiel? So. Zack, zack, zack. Wall. Er wird doch gemütlich. Oder was meint ihr? Ich interessiere euch nur das Grünzeugs. Das andere ist nicht so wichtig. Aber was natürlich blöd ist, dass wir jetzt kein... Warum können wir keine Tür machen? Auf dem Pillar. So, hier können wir eine Treppe machen. Die machen wir hier rüber. Ah, ich habe schon wieder Durst. Die hustet die ganze Zeit. Bäm, und da geht es dann nach oben. Okay. Ja, und so können wir dann nämlich unser Haus bauen. Wir können auch hier noch was anpflanzen. Aber auch immer er dann... okay, dazu braucht man ein Seil. Zack. Okay, hatte ich auch noch nicht. Die 4. Quadplot kommt mal hier in die Ecke. Obwohl, der kommt. Ja doch, den machen wir hier vorne hin. Ich weiß gar nicht, ob man den auch bewässern muss. Ja, wir haben Durst. Ich trinke gleich was. Dieses Rumhusten ist ja dann auch schon ein bisschen nervig. So. Komm her, dich nehmen wir noch mit. So, und ab zum Trinken. Es sind die Kleinen. Vielen Dank fürs Follow und Dankeschön. So, und gleich wieder kochen. Zack, zack, Fisch den erstmal. So. Dann würde ich sagen, packen wir hier gleich wieder. So viel haben wir gar nicht mehr. Dann packen wir hier ein bisschen Metall weg. Ein bisschen Inventar loswerden. So, und jetzt haben wir gesagt, wir wollten auch noch was anpflanzen. Wir gucken mal. So. Anpflanzen können wir. Okay, die Pflanzen haben wir hier reingepackt. Guck mal hier, ey, voll, das dampft voll, der Fisch geht voll ab. Wir können Kartoffeln machen. Oder, na, Kartoffeln, wir können nur Kartoffeln machen, es gibt glaube ich nur eine. Okay, wir können nur drei pflanzen. Dann würde ich sagen, brauchen wir uns nochmal den anderen Cropplot hier. Okay, da brauchen wir wieder, war ja klar. Ah, okay, wir haben genug. Dann können wir nämlich noch so ein Ding bauen. Super. Sehr sexy. Oh, guckt euch das an. Treffen wir den durch die Wand? Ja. Krass, die Kartoffeln wachsen aber schnell.
Komm, das setzen wir einfach mal hier hin als Deko. Bisschen groß, aber egal. Und dann können wir da nämlich eine Palme pflanzen. Warte. Da. Aber nur eine. Naja, immerhin. Dann haben wir da eine einsame Palme auf unserem Boot. Zack, zack. Mann, die hat aber auch einen Durst. So, und jetzt haben wir auch richtig viele Ressourcen, ihr seht das schon. Und jetzt könnt ihr anfangen halt rumzubauen. Wir werden mal gucken, ob wir gleich noch das Dach hinkriegen. Aber ich glaube, Dach... Gibt es hier ein Dach? Dach ist doch Roof eigentlich. Weil wenn ich hier gucke... Ich hab Treppen. Das ist für Pillar. Vielleicht müssen wir dazu Pillar setzen. Probieren wir einfach mal. Na, guck mal, jetzt können wir es setzen. Können wir das eigentlich? Ah, wir können es nicht, schade. Das Coole ist, das kostet nur, dafür brauchst du die Pillar. Ich verstehe. Pillar? Dann können wir jetzt wieder ringsherum bauen. Floor. Mhm. Interessant. Bisschen wie bei Ark. Brauchen wir auch die Pillar. Das müssen wir natürlich offen lassen. Aber ich finde es schade, dass wir jetzt nicht weiter nach hier hinten kommen. Ich meine, wir können noch mal gucken, ob wir da einen Pillar hinhauen können. Nee. Warum können wir hier jetzt eigentlich keine Pillar setzen? Dann brauchst du bestimmt wieder eine bestimmte Anzahl an Foundations. Okay, aber wir kommen schon mal hoch aufs Dach. Immerhin. Aber hier können wir, wie gesagt, nicht weiterbauen, weil jetzt hier der Pillar fehlt. Interessant, interessant. Ja gut, Leute, an der Stelle werde ich jetzt auch erstmal aufhören. Ihr habt es gesehen. Ich werde jetzt im Livestream vielleicht noch ein bisschen kurz weitermachen. Wenn ihr Bock habt, schaut mal auf Twitch vorbei. Da könnt ihr euch auch die Wiederholung angucken. Okay, die kleine Palme fängt schon an zu wachsen. Ich fasse es nicht. Dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mal einen Kommentar da, wie ihr das Spiel findet. Und wir sehen uns dann zum nächsten Angezockt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.